Hallo, es geht weiter mit Barriot und die zwei. Barriot. Noch eine. Moment, ich muss noch schauen, ob ich Heißgetränke habe. Ich muss noch schauen, ob ich Heißgetränke habe. Ich finde das sehr interessant. Das ist eine gute These. Mir ist gerade bewusst geworden, wir spielen ja gegen einen Nagelkugler in Weiß. Mhm. Und das heißt, wir spielen gegen einen Albino. Und das bedeutet doch, dass die eventuell aus Albinos, also mehrere Albinos gekreuzt haben, durch Zufall so, dass mehrere Albinos sich miteinander... Ja, auf jeden Fall, dass dadurch vielleicht eine eigene Spezies entwickelt wurde. Oder der Nagakuga hat mit einem Waschbär rumgemacht, der weiß war. Und da einen Überbiss hatte. Aber es könnte bedeuten, dass wir, zum Beispiel bei den Menschen, oder sag mal ein anderes Beispiel, Schildkröten. Wir haben ganz viele Albino-Schildkröten, züchten die miteinander, und dann gibt es nur noch eine eigene Spezies, so eine ganz weiße. Nein, oh Mann, das wäre gerade so schön gewesen. Hm. Okay. Ja, ich war in dem Geheimgebiet, das im ersten Gebiet ist, wo der auch spawnt. Ich hätte ihn gerade voll von oben abknallen können, aber... Ja, mit seiner Knarre. Peng, peng. Ah, da hat er ihn geschossen. Komm lieber her. Eine Frage an dich, Hoti. Warum nimmst du nicht einfach immer heiße und kalte Tränke mit? Weil die mir manchmal ausgehen. Ich hab dummerweise nur noch ein Kaltgetränk und noch. Item setzen. Oh! Ich bin von oben runtergefallen. Auf seinen Kopf. Der soll aufhören, sich zu bewegen. Und Stinker. Egal, jetzt vernichten wir den kurz und dann gibt's schön. Ja, ich hoffe, dass wir ihn kurz vernichten. Der ist nämlich ziemlich nervig. Ja. So, jetzt frage ich mich immer noch, ist es möglich, Albinos miteinander zu züchten, damit man ja, ist das möglich. Mehr Albinos bekommt? Dass mehr Albinos rauskommen, ich bezweifle es. Ja, aber... Weil das ist ein Gendefekt, glaube ich, oder? Ja, aber... Ja, aber du kannst Gendefekte auch vererben. Hm. Das ist ja voll cool. Zum Beispiel Mutationen, Genmutationen, die werden auch vererbt. Ja, aber wenn die den Defekt haben und die Eltern davon nicht, dann ist die wahrscheinlich halt echt verdammt gering, dass es halt trotzdem doch mal kommt. Oder? Ja, aber größer als wenn du einen Albino mit dem Nicht-Albino kreuzt. Und Schildkröten legen eben ganz viele Babys, also könnte man das nutzen und dann kommen halt nur noch 3 Stück raus oder so. Von 20. Aber man hat dann wieder 3. Und dann haben ja auch nicht nur die Eltern, sondern auch die Omas und so. Die Gene und dann ist die Chance noch höher. Und dadurch kann man dann den perfekten Deutschen züchten. Was du schon wieder denkst, Blisser. Rassist. Ich hab gerade drüber. Ich hab schon drüber nachgedacht, ob vielleicht dadurch wir entstanden sind, so wir Weiße. Was? Das ist jetzt dämlich. Ja, schon. Ich glaube, wir sollten aufhören, dann immer zu denen, bevor es doch irgendwie kritisch wird. Ja. Warum? Nichts. Vielleicht sind wir einfach Albinos. Ach so. Aber ich habe keine weiße Haare, das Problem. Aber Haare ist wiederum was anderes. Haare... Ui. Die können auch anders sein. Aber das sind doch auch Pigmente, oder nicht? Aua, der bumst mich gerade. Ich glaube, Haare können sich doch auch ändern, wenn du bestimmte Sachen isst, oder nicht? Ich bin kein Friseur. Oder habe ich da gerade was falsch im Kopf? Das kann auch sein. Ich habe davon keine Ahnung, aber wir reden halt drüber, weil... Warum nicht? Ist doch interessant. Ja, das ist okay. Reden wir weiter. Ich finde, wir können den Titel direkt in Albino Lager gucken. Dieser dumme Ficker. Dann weiß jeder direkt, worum es im Video am Ende geht. Es geht nur um Albinos. Ja. Nicht nur Albinos sind unerwünscht. Ja. Der soll mal müde werden, der Pisser. Ich stell mich jetzt hinter den Stein, damit er den Stein kaputt macht. Der weicht mir zu oft aus. Ja. Ich treffe den Scheiß. Der trifft mich zu oft. Wollen wir uns alle hinter einem Stein verstecken? Ja, den kann er kaputt machen. Ja, dann können wir immer leichter draufspringen und das kann ja jemand gewisses. Der kann das aber auch so. Und ich hab keinen Area Star mehr. Au. Oh. Ich benutze wieder den anderen, den Alchemie-Style. Warum? Weil der Area-Style scheiße ist. Das war cool. Ja, aber der ist schon ganz cool. Der war voll toll. Das macht schon Spaß und das ist auch ziemlich nützlich. Aber ich mag den Alchemie-Style auch jetzt. Ich habe jetzt angefangen, die anderen Styles zu benutzen und irgendwie finde ich die zwei ganz cool. Aber die Otto fliegen, Kerl, kommt unter. Ich will dich, danke. Fucking...
dumme Scheiße. Boah, das ist voll cool, Albinos. Ich hab gerade so nachgedacht, so ein Gorilla in Albino. Boah, das ist bestimmt cool. Weil die gibt's ja nicht in Weiß. Sind wie Shiny-Pokémon. Bei Menschen ist halt so, da gibt's ja schon Weiße, so. Aber... Ja, aber in Weiß... Oh, ich bin drauf, fuck! Ein Albino... Wie blockt es nochmal, wisst ihr das? Ja, mit der Block-Taste! Mit R. Egal, ich schaff das doch, ich schaff das doch. Ja. So, die Hände müssen kaputt. Vom Kopf. Ja, okay. Ja, du bist der Kopfmann. Halt schon dran. Ja, ich wollte es nur zu Blizzard sagen, weil der da schon wieder dumm dödelt. Ja, ich bin da gelandet. Ich hätte das nicht. Ich hätte da nicht hinten angreifen können. Kopf und Kopf. Das kann ich ja nicht mal meinen Superangriff dichtig ausführen. Und ich hab jetzt alle Öle auf einmal. Öle? Ja, Öle. Der kann Öl auf sein Schwert sperren, dann wird's schmiediger. Ach stimmt, das war doch mit dem Rot, das dann doppelrot wurde. Ja, aber ich habe jetzt ein cooles Angriff. Eine Fähigkeit, die mir alle Öleffekte auf einmal gibt. Boah. Au! Du hast doch gesagt, der Eisblock geht da rein in den Studel hinten, oder? Ja. Der tiftet aber irgendwie gerade davon weg. Ne, jetzt geht er rein. Ich würde Nagakugelschweif. Das ist limitiert, wenn er weiß ist. Es gibt aber viele davon. Au! Ja? Wenn man also so viele davon passen. Züchtet, dass es sehr viele davon gibt, ist es doch nicht mehr so viel mehr! Du Scheißdreck! Ja, okay, stimmt. Stimmt. Dann muss man die erstmal ausrotten, dann gibt's weniger und dann. Richtig, also müssen wir. Deshalb jagen wir die ja gerade. Ah, damit es mehr wert ist. Ja, richtig. Dann mache ich mir daraus noch eine Rüstung und dann habe ich. Du dummes Drecksvieh! Richtig. Jetzt wieso, du hast keinen Farbball geworfen. Ich glaube, du wirst nicht mehr Farbballmeister. Das Problem ist, der wäre sonst rot geworden. Das wollte ich nicht. Achso. Du musst eine weiße Farbe werden. Stimmt. Deswegen mussten wir da mal eine Ausnahme machen. Gut, dass du an solche Sachen denkst. Ja. Du bist richtig. Halt unser. Wir wollen reine Qualität. Genau, unser Qualitätsinspektor. Was haben wir vorhin über kritische Gesprächsthemen zugesagt? Ja, was ist daran kritisch, dass wir lieber weiße Material wollen? Ich glaube, du merkst das selber. Ich sag ja nicht, dass die von Weißen gemacht werden müssen, sondern dass die von einem Weißen rausgeschnitten werden. Ja, arbeiten daran können natürlich auch Schwarze unterbezahlt. Also so rassistisch sind wir jetzt nicht, dass wir das nicht erlauben. Ja. Aber dann willst du dich über... Dann sagst du mir, ich soll aufpassen, was ich über Kingdom Hearts sage. Kingdom Hearts ist eine heikle Sache, okay? Echt mal. Sei doch dumm. So, jetzt geht's ab. Jetzt hau ich noch den Schweif ab. Ich würde ihn unbedingt haben. So, meiner. Danke. Easy. Ich schließe da runter, schlag zu, treff nicht, weil ich zu weit unten bin und du kommst her, Einschlag. Oh Mann, das war nett. Übrigens hat natürlich nur auf weißer Schärfe funktioniert. Wie sein muss. Natürlich. Okay. Was war das? Ah, hör auf zu. Was macht der? Nein. Warte, okay, das hier war ein bisschen zu spät. Ich hab doch keine Ahnung, was die ganzen Alchemie-Sachen bringen, das ist doof. Hör auf zu mich! Zu mir zu laufen, hör. Hätte ich gern. Ey, es reicht doch. Der Marcus, dass du ihn so schon weißt. Marcus, was? Freut es, dass dir seine Körperfarbe gefällt, so. Ah. Oh! Au! Ja, dann sind wir getroffen. Schaut mal, euer Leben leuchtet jetzt schön. Ich will jetzt... Boah, das ist cool. Wie schnell das regeneriert. Das soll mal schneller leuchten. Guck. Ich sehe ihn. Ich bin in ihm drin. Ich bin jetzt gleich auf ihm... drauf! Oh, unsere Earplugs sind weggegangen. Oh. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe euch Earplugs gegeben mit meinem Ich bin ausgewichen. Ich habe davon nichts gemerkt. Ja, jetzt hast du noch Earplugs. Earplugs sind für du. Wie er da wieder im Deck wühlt nach den Shiny Drops. Ekelhaft. Die glitzern. Ich glaube, der Hundi versteht nicht, dass wir die Sachen danach verkaufen. Ja, wir haben verstanden, dass es wertvoll ist und er nicht.
Ja. Da merkt man. Ich habe keine Earplugs, Lügner. Dann warst du wohl zu schlecht dafür. Ich hatte welche. Stinkiger Lügenbold. Du bist der stinkige Lügenbold. Da wird. So, Schlag auf den Kopf dafür. Au. Also ein Gefällsfällen werden schlagen. Schau mal, euer Leben regeneriert sich wieder. Oh, okay. Yes! So, können wir den jetzt verkaufen? Ja, klar. Also, nur aufpassen beim Rausschneiden. Ihr solltet nichts kaputt machen dabei. Wir sollten theoretisch noch 2 Stück fangen, damit wir sie weiter züchten können und besser verkaufen können. Hättest du halt den Falle mitbringen müssen. Stell dir mal so ein Bubble-Baby vor. Der so durch die Luft fliegt so. Dann kann man auf den drauf springen, auf seinen Rücken und dann fliegt man weg. Let's go! Schauen wir, fliegt weg. Und Blizzard nicht, okay. Blizzard stinkt. Ich schau gerade, ob es hier irgendwas zum Abbauen gibt. Nee. Nee. Keine gute Ware. Your Puny Attacks are useless. Hm? Runter, Mann. Du triffst ja gar nicht. Ich bin zu cool dafür. Hör auf mich zu cheaten. Komm runter, ich trete dich. Blizzard hat eine Fliege kaputt gemacht. Du bist eine Fliege. Wir sind nach Habra, das. Warte mal, egal ob Fliege oder was das ist, solange es irgendein fliegendes Insekt ist, muss es sterben. Ja, Regel Nummer 1. Du hast aber eine Insektenrüstung an und als du vorhin geflogen bist, bist du auch nicht gestorben. Insektenrüstung, siehst du, ich töte die und dann, um ein Zeichen zu setzen, dass die anderen Insekten Angst haben, mache ich eine Rüstung draus und trage die. Dann kommen sie aber zu dir, weil sie meinen, du wärst ein Artgenosse. Und dann kann ich mehr umbringen, siehst du? Aber dann musstest du am Ende trotzdem selber sterben. Nein, warum? Weil du Insektenrüstung trägst. Das ist ein Sakrileg. Du trägst Hosen. Ich hab's. Nein. Also das ist keine Rüstung. So, ich finde, ich mache mir daraus jetzt erstmal eine Albino-Rüstung und dann können wir loslegen mit der nächsten Quest. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Discord in der Beschreibung.